meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu LS22 auf der Old Stream Farm. Allerdings bin ich jetzt hier bei einem Feld von einer Amelie Baudon, wo ich jetzt irgendwie das Gras jetzt wenden muss. Ne? Ich hatte es gemäht, genau, das hat der CP-Helfer gemacht. Und ich muss jetzt mit dem, das ist hier der Wender, ne? Ich muss jetzt erstmal wenden. Genau. Dann machen wir das mal. Gut. So. Ich bin irgendwie völlig raus, habe ich so das Gefühl. So, einmal dahinstellen. Dann klappt mal das gute Stück aus. Ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt ist. Ach, das ist aber ein schöner Wender. Der gefällt mir. Okay. So, wartet mal, ich muss an den Rand, ne? Ich bin so grottenschlecht und ihr lacht euch alle immer tot, ne? Das weiß ich, das spüre ich. So, anschalten. So, Hauptsache, ich mache das jetzt alles richtig mit Wenden und danach muss ich ja schwadern, ne? Irgendwie so. Vielleicht werde ich das jetzt hier auch als Timelapse machen. So mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Damit ihr nicht immer das Gleiche sehen müsst. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das mögt. Auf jeden Fall fahre ich, als hätte ich eine im Tee. Oder einen im Tee. Ne? Als hätte ich zu viel getrunken. Aber es sieht schon echt Hammer aus, Leute. Wirklich. Guckt mal, wie schön. Schon allein deshalb lohnt sich das Wenden, ne? ja. Das üben wir nochmal mit dem Baum. Aber das kann ich ja noch zum Schluss machen. So, einmal wieder zurück. Ja, das macht aber schon Spaß. Das muss man schon sagen. Und Aufträge sind immer gut. Oh, jetzt bin ich irgendwie... Wartet, nein, 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 nein. So läuft das nicht. Ich muss nochmal hoch mit dem Ding. Jetzt bin ich leicht abgekommen. Aber nur ganz leicht. Ja, ich dachte, ich mache das jetzt mal ohne Helfer. Weil irgendwas muss ich ja auch mal selbstständig tun. Wow. Das hier schön trocknen. Wow, ich sehe immer durch die Bäume nichts. Und dann komme ich mal in Schlenkern. Aber dass der Wender da hinten irgendwie so wackelt, ist ja auch nicht gerade eine Hilfe. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach mal so. Einfach mal so gerade. Okay.
Oh, Fanny, wirklich, was machst du da? Moment. Ich weiß, man fährt nicht zurück, wenn das Ding noch unten ist. Ach ja. Aber ich glaube, so ist es besser, ne, wenn man so ein bisschen gerade fährt. Und da hat die Fanny auch tatsächlich den Mäher dort einfach mal aufs Nachbarfeld gestellt. Ach, was soll's. Kann man so machen, ne? So. Einmal drehen, bitte. So, senkt das ganze Stück wieder. So, wartet mal, ich habe da noch ein little bit was. Ach so, nee, Quatsch, entschuldigt, das war jetzt eine blöde. Moment, jetzt mache ich hier wieder so eine Ehrenrunde. Irgendwie irritiert mich jetzt gerade hier dieser Kreis. So. So, wieder runter. Oh, da ist der Zug. Hallo Zug. Sollte ich auch mal machen, Zug fahren. Ich habe das ja hier noch nie gemacht. So, jetzt mache ich hier wieder so einen Kreis. Ah. Ist natürlich nicht so toll. Wow. Komm, schlenker dich wieder ein. Vielleicht sollte ich jetzt mal die... Wow. Vielleicht sollte ich jetzt mal die längere Strecke da nehmen. Wartet mal. Diese gerade da. So, einmal hoch machen. Diese da, wisst ihr? Diese hier, die ist schon gerade. Bis Fanny die natürlich wieder schief macht. So, jetzt wird erstmal gegen den Busch gefahren. Genau. So, einmal runter. Baum. Okay, hat nachgegeben, sehr gut. Also nicht der Baum, sondern ein Bänder. Oder jemand hat Gummibäume hingestellt. Also ich finde auch die Felder von der Größe ganz okay für mich. Also
dann ist man nicht so stundenlang dabei, noch offscreen noch was zu machen, sondern man schafft das dann halt wirklich in kürzerer Zeit. Weil ja meine Zeit ja sehr begrenzt ist. So. Und eure auch. Nehme ich mal ganz stark an. So. Einmal runter mit dem guten Stück. So, jetzt nehme ich noch den Streifen hier. Sofern Fanny das hinkriegt. Genau. So, dann hatte ich da drüben auf jeden Fall noch ganz viel vergessen. Oh, guck mal, die kleinen Rehchen. Geht mal weg. Jetzt kommt gefährliches Gefährt. Wartet mal, ich muss erstmal drehen. So. Zieh mich mal einfach das mit, was ich noch kriegen kann hier. So, da ist wieder Baum. Ah ja, so reicht. So, dann einmal nach vorne. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu wenden. Gut, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ach, einfach drauf los. So, wie ihr mich kennt. So, auch das mitgenommen. Na ja, komm, mach mal hoch. Kannst du doch viel besser arbeiten. So, danach muss geschwadert werden und danach gepresst. Der will ja Ballen haben. Also nicht der, sondern die. Das ist ja eine sie gewesen, ne? Die Auftraggeberin. Oh, jetzt fahre ich gegen den Baum, ne? Ah, nee, doch nicht. Gerade so. Gerade so dran vorbei. So. Also wenden ist auch eine Sache, die ich eigentlich ganz, ganz gut finde. Also die Spaß macht. Aber ich denke, das kommt immer darauf an, was für ein Gerät man auch hat, ne? Und ihr wisst ja, ich komme ja mit sehr wenigen Geräten klar. Ach ja, es ist so super. So. Aber dieser Wender, der gefällt mir. Den mag ich.
So, ich werde natürlich jetzt nicht alles mitkriegen. Genau, jetzt geht es da nämlich am Rand nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Mache ich halt noch eine Runde. Dann haben wir das Wenden auch erstmal geschafft. Hoppala. Wieder zurück. So, dann haben wir das auch. Und noch dieses kleine Stück da hinten. Und dann dürften wir es geschafft haben. Sehr schön. Perfekt. So, klappt das Ding mal wieder ein. So, dann könnte ich theoretisch eigentlich den Herrn per Helfer wieder zurückschicken zum Shop, ne? Wartet mal, wo ist denn hier der Shop? Da. Zum Fahrzeughändler, genau. Job erstellen. Nee, nicht Feldarbeit, sondern freie Fahrt. Und zwar hierhin, denn ich habe ja da noch eine Beinpresse, die abzuholen ist. So, dann werde ich in der Zeit schon mal ein bisschen wenden, würde ich sagen. Ein bisschen schwadern, ne? So, hier fahren ja Gott sei Dank nicht so viele Autos. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Ding hier funktioniert. Denn alle Geräte sind da irgendwie anders, ne? So, erstmal aufklappen, um zu gucken, wie breit. Ah, okay. Oh. Auf welche Seite muss ich denn jetzt dieses Ding machen? Wahrscheinlich auf die andere Seite, oder? Nee, das war die falsche Taste. Moment. Wie kann ich denn das ausgewählte Arbeitsmodus links? Ja, wie kann ich das jetzt auf rechts machen? Mit Alt oder so? Oder mit. Nee, das war jetzt zuklappen. Verdammt. Nee, klapp dich mal auf. Wie kann ich denn das jetzt nochmal. Mit Y wahrscheinlich, ne? Nee. Nee. Wie kann ich das jetzt auf rechts machen? Gute Frage, ne? Kann man das überhaupt? Aber das war da. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Bandschwalbe anschalten? Nein, will ich erstmal nicht. Ich will sie erstmal auf die andere Seite haben. Bandschwalbe zu. Nein, will ich auch nicht. Wie kann man das denn wechseln? Auf rechts.
habe keine Ahnung. Wow, nee, das war in Ansicht. Nee, nicht zu klappen. Mir war so, als wäre das mit Y irgendwie. Nee, nein. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich es gesenkt, ne? Okay, pass mal auf, denn weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach das mal mit dem Helfer hier machen. Wartet mal, Job erstellen. Ich mache mal jetzt, um zu gucken, wie das funktioniert, ja? So. Zielposition dahin. Feldposition dahin. Erster Wegepunkt, genau. Anzahl Vorgewände. Ich habe keine Ahnung. Starte auf Vorgewände. Ich mache das mal auf scharf. Und hier unten lasse ich das erstmal so, wie es ist. So, generiere mal. Hat er. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er das macht. Nee, nicht nächster Wegepunkt, erster. So, hau mal rein. Zeig mir mal, wie du das machst, Mister. Ach, und die Folge ist schon wieder vorbei. Vielleicht kann man das ja auch gar nicht auf rechts drehen. Das wäre natürlich dann auch so eine Sache. Okay, aber die Schwart ist... Ja, okay. Wow. Alles klar. Also er macht es auch erstmal links. Also ich hätte es ja auch erstmal rechts gemacht, ne? Alter, wo willst du denn hin? Ehrlich. Okay. Okay. So, dann mache ich das jetzt erstmal selber. So, schalte mal an. Ich werde dermaßen Probleme mit meiner Beinpresse hier kriegen. Machen. So, und dann werde ich jetzt mal versuchen, den Helfer auf den nächsten Wegepunkt zu setzen. Mal gucken, ob er das macht. Ja, ich weiß. Oh, was macht denn der da? Er versuchte zu wenden. Ja. Ja, okay, der macht das so ähnlich wie ich. Völlig kaputt. Was machst du? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo er hinfährt. Gut, 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 gut. Ah ja, macht es schon, ne? So, was sagt denn eigentlich mein... Ach, der ist schon angekommen. Wow. So, pass mal auf. Dann hat das ja richtig gut gemacht, der Gute. Dann hat er das ja richtig gut gemacht. Okay, so. Dann mach das mal ab. Jetzt brauche ich aber zuerst die Beinpresse. Ah, die Glockentürme. Sehr schön.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch tierisch abnervt, wenn man auch noch in der Nähe wohnt. Okay, das war ein Satz mit X. Das üben wir nochmal. So, jetzt habe ich es. Okay, so, dann würde ich sagen, werde ich den... Nein, das war schon richtig. Job erstellen, freie Fahrt. Und zwar kommst du bitte... dahin. So, Job starten. So, have fun. Okay, alles klar. Erst losgefahren. Oh Gott. Das ist ja irgendwie genauso schön anzusehen, als wenn ich das machen würde, nicht wahr? Gut, meine Lieben. Aber ich würde dann erstmal sagen, das war's denn für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Kommentare natürlich und auch für eure Däumchen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Dann wird auf jeden Fall Bein gepresst. Genau, so sieht es aus. Bis zum nächsten Mal. Bye.